Musik ist inzwischen mehr als nur ein Hobby für mich, weil es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, auf so großen Bühnen zu stehen und vor so vielen Leuten zu singen, und das werde ich einfach nie vergessen. Insgesamt dreimal in der Woche, zweimal mit dem gesamten Chor 2 Stunden und einmal mit unserem Sololehrer 1 Stunde. Also die Grundarbeit ist einmal zu schauen, dass alle ihre Töne können, dass alle ihre Stücke können, den Text richtig aussprechen, an denselben Stellen atmen oder die Absprachen, also die Endkonsonanten der Wörter zur gleichen Zeit machen an derselben Stelle. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum zu schauen, dass der musikalische Ausdruck passt. Also wo ist Forte, wo ist Piano, wo beginnt eine Phrase, wo ist der Höhepunkt einer Phrase, wo wird es dann wieder weniger. Und der dritte und eigentlich dann entscheidende Schritt ist der, zu schauen, dass das auch stimmlich funktioniert. Also ist der Hals jetzt offen genug oder ist der Vokal sauber? Stimmt die Intonation, solche Dinge. Es macht riesigen Spaß, diese Facettenreichweite der Musik einzustudieren und dann fortzuführen. Wir singen ja eigentlich praktisch alles, von den traditionellen bayerischen Volksliedern bis zu den sehr schweren Werken wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach oder Mozart. Ja, wir sind weltweit unterwegs in ca. 50 Opernhäusern. Jetzt momentan fliegen wir nach Shanghai. Wir fliegen nach Auckland, nach Perth, und dass man natürlich so gut singen kann, dass man auf solchen großen Opernhäusern auftreten darf, bekommen unsere Kinder natürlich die bestmöglichste Ausbildung. Das heißt, dass sie jede Woche mit einem Gesangslehrer 1 Stunde Solounterricht bekommen und Extrastunden, wenn wir zum Beispiel für eine Zauberflöte proben. Ich habe unter anderem in Dresden, in Berlin, in München sowie in Südkorea Zauberflöte gesungen. Unsere Kinder natürlich freuen sich immer auf große Reisen, müssen natürlich dafür sehr viel tun, und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Kinder Erfolg haben, denn für uns ist eins ganz entscheidend wichtig, dass unsere Kinder Spaß und Freude an der Musik haben, weil nur so kann man Höchstleistung erreichen. Musik bewegt und wir bewegen die Musik. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht.